Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Heute gibt es einmal ein Bastelprojekte-Video für meine lieben Bastelfees. Feen. Feen. ja, ich bin nicht so der Schenker. Also ich verschenke schon gerne. Aber ich finde immer, dass der Sinn von Weihnachten vergessen wird. Und ich schenke gerne, wenn ich weiß, dass das Geschenk dem oder derjenigen gefällt. Und wenn es von Herzen kommt. Und nicht, weil es Weihnachten ist oder Geburtstag und weil ich was verschenken sollte. Aber irgendwie bin ich zurzeit ein bisschen im Bastelwahn, weil ich mir zu viele Videos von euch anschaue und ich finde das mittlerweile schon gar nicht mehr lustig. Ja, ich kriege mittlerweile sehr viele Pakete von einem großen Online-Versandhandel, der sehr schnell sehr schöne Sachen liefert. Weil ich habe ja noch nicht genug. Ne? Aber so. Ja, ich kenne einen Haufen neue Fachausdrücke aus der Bastelwelt, die mir bis vor 8 Wochen total unbekannt waren. Und ich habe bei etlichen von euch Videos gesehen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch einfach mal, was ich so gemacht habe die letzten Tage, Wochen, was ich da so rumgebastelt habe. Also ich habe jetzt für Weihnachten mal Weihnachtskarten gemacht, weil mir da der Sinn danach war. Ich habe ja gar so ein gutes Jahr gehabt und ein paar sehr liebe Menschen verloren. Und ja, ich habe mich wohl auch ein Stück verändert. Aber naja, dazu später mehr. Vielleicht. Und ja, also ich habe auf jeden Fall so Weihnachtskarten gebastelt. Die habe ich gestempelt. Und es ist jede Karte anders. Seht ihr das? Ich besitze also mittlerweile sehr viele verschiedene Stempel. Das ist ein neues Hobby, das ich auch sehr gut in der Arbeit verwenden kann. Also so ganz einfache Karten. Der ist noch nicht beschriftet. Die ist noch frei. Entweder der geht in die Weihnachtsverlosung oder ich finde nur jemanden, den ich vergessen habe oder so. Ne? Und ich finde, der ist einmal ganz gelungen. Was mir jetzt nicht so gefällt, das ist die. Das Welligwerden vom Kleber. Vielleicht hat ja da der eine oder andere einen Tipp für mich, wenn man das vermeiden kann. Und ja, also die fertigen Karten schauen dann so aus. Da habe ich dann bloß noch einen Spruch drauf gemacht, der dazu passt. Und Namenskarten halt und mit einem Bändchen verschlossen. Der Inhalt von den Karten ist natürlich auch immer wieder anders. Und ja, es gibt ja so viele schöne verschiedene Papiere. Ja. Und ja, wie gesagt, da habe ich auch gedacht, die mache ich selber und das geht ja zack, zack. Und da habe ich auch viel länger gebraucht, als ich dachte. Und wieder zu wenig Platz. Ja, und dann habe ich
Ich schaue mir ja sehr gerne von euch die Bastelvideos an, um mir da immer wieder auch für die Arbeit Inspiration zu holen. Also ich arbeite ja im Seniorenheim. Und ja, ich habe da Videos gesehen von diverse Bücher, die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich kann ja jetzt nicht mit dem Hobby auch noch anfangen. Ich habe ja schon genug. Und das hat dann in mir gebrütet und gebrütet und gebrütet. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, ich könnte es vielleicht irgendwie in der Arbeit mit den Leuten, und dann ist bei mir eine Idee gereift, die ich total klasse finde. Und die möchte ich jetzt euch einmal vorstellen. Und zwar habe ich mit den Bewohnern ein Buch gemacht. Seht ihr das? Ein Erinnerungsbuch. Ich habe also da so Aufklebers drauf, weil ja, ich Namen und Fotos natürlich nicht preisgeben will, darf. Und ja, ne, also nicht wundern. Das gehört sich nicht dahin, das ist bloß zum Abdecken. Und ich habe also ganz einfach ein Buch genommen und habe frei Schnauze angefangen, weil mich die Idee nicht mehr losgelassen hat. Ich habe also dann auch diverse Sachen eingekauft, wie so schöne Ecken und Ornamente, Spitzen und Leder und solche Sachen, und Tapeten habe ich daheim. Und dann habe ich einfach losgelegt in der Arbeit mit den Leuten und habe da ein Einband gemacht aus Tapete. Schau, seht ihr das gescheit? Blendet ein bisschen, gell? Und habe das halt mit den Leuten zugeschnitten und habe den Einband dann neu gestaltet mit der Tapete. Und dann haben wir da ein bisschen gestanzt. Und das ist eine Serviette, und da haben wir noch eine Tasche, um was reinzustecken. Und die Bilder sind also immer die Sachen, die ich mit den Leuten schon gemacht habe. Und so ist halt die Idee immer weiter gereift und immer weiter gereift. Und die reift immer noch. Und ich finde es trotzdem klasse, weil man kann das alles mit den Menschen machen. Die haben Erfolgserlebnisse, man kann das in Einzelbetreuung machen, man kann das in Gruppen machen, man kann es immer wieder anschauen mit Leuten, die nimmer so viel kommunizieren können. Die Menschen haben wieder ein Erfolgserlebnis, erfreuen sich an schöne Bilder, und ja, also ich finde das einfach rund um eine klasse Idee, und ja, da habe ich der Fussel zu verdanken. Liebe Peggy, ich finde deine Videos toll, und ich vermisse dich auch in letzter Zeit ein bisschen. Und diese Idee habe ich nur durchs Anschauen deiner Videos. Und dann habe ich den Einband da hinten, den habe ich dann einfach mit Wildleder beklebt und da hinten drin versteckt. Es ging alles ganz gut und ganz einfach. Und ja, dann zeige ich euch mal ein bisschen was aus dem Innenleben. Ich dazwischendurch mal immer auf Pause schalten, vorm Umblättern, weil ich nicht will, dass da irgendwas ins Internet kommt, das da nicht hingehört. Gell? Also Seite Nummer 2. Da habe ich
mir ein Bild ausgedruckt mit so Linien. Da ist praktisch das Inhaltsverzeichnis, weil meine ganzen Bewohner von meiner Station drin stehen. Und wird natürlich, wenn einer geht und der nächste kommt, wieder verlängert und erweitert. Und Hauptgrund von diesem Buch war, dass ich bin jetzt seit 10 Jahren in dem Beruf und man sieht so viele Leute kommen und gehen, dass ich will keinen mehr vergessen. Das ist ganz schlimm. Also man sieht wirklich so viele Leute kommen und gehen und ich will niemand mehr vergessen. Deswegen ist die Idee zu diesem Buch gereift. Also diese Seite ist nicht auf meiner Station entstanden, sondern im beschützten Bereich. Da sind also die Fähigkeiten der Leute nicht mehr so optimal, sage ich jetzt einmal. Und man macht halt mehr so einfache Sachen, also so Schablonen malen, das geht noch. Dann haben wir da Stenzeln gedichtet, dann haben wir eine Weihnachtskarte bestempelt. Das ist Weihnachtsdeko vom letzten Jahr. Dann haben wir da so einen Briefumschlag bestempelt und so Weihnachtsmotive halt. Ja, das ist ein Bild, das wir für die Heimleitung, für die ehemalige Heimleitung kreiert haben. Finde ich also auch ganz toll. Ja. Also ich habe das Buch so aufgebaut, dass jeder Bewohner eine Seite mit erhält. Dann ist der Hintergrund von der Seite immer etwas, was dem Bewohner sehr gut gefällt oder was er sehr gern macht. Also immer mit Bezug zu den Menschen. Und Bilder von Beschäftigungen oder Bilder von Sachen, die sie gerne haben, das früher gemacht haben. Und diese Frau zum Beispiel liebt Dahlien über alles. Das Bild hat sie sich selber ausgesucht. Und Schmetterlinge mag sowieso jeder. Ja, so geht das weiter. Diese Frau ist voll gereist, deswegen die Weltkarte als Hintergrund. Natürlich eine historische, weil die schöner ist. Das habe ich mit ihr in Einzelbetreuung gemacht. Das ist wild ausgetrocknete Blumen. Diese Frau hat Musik studiert und spielt also immer noch, spielt auch gerne uns was vor. Ja, es wird also alles mit den Bewohnern noch ausgearbeitet und ich war da jetzt ein bisschen in Zugzwang. Ich habe mich da ein bisschen beeilen müssen, weil meiner Chefin der Idee so gut gefallen hat, dass ich da jetzt gleich eine Fortbildung drüber halten soll. Und ich kann dann nicht mit einem Buch mit 3 Seiten, da sehen die Leute nichts. Also deswegen habe ich da ein bisschen vorgearbeitet. Und die Frau ist schon verstorben, die habe ich trotzdem mit reingenommen, weil ich sie nicht vergessen wollte. Und das sind halt auch die Weihnachtsdeko, die habe ich ja letztes Jahr mitgebracht. Die hat es geliebt. Und dann habe ich hier noch einen Schutzengel rein und ein paar Sprüche. Das Gedicht hat es mir mal aufgeschrieben, das habe ich aufgehoben und ihr Sterbebild. Und das war auch mal in einer Beschäftigung, die wir gemacht haben. Da haben wir so eine Wunschbox gemacht und Steine bemalt und haben die. Also ich habe die dann draußen ausgelegt. Und dann haben wir gesagt, wenn die Steine weg sind, dann werden unsere Wünsche praktisch erfüllt. Ja.
Ja, das ist eine, die schwimmt gern und war ganz viel in Urlaub an verschiedenen Meeren und Seen und mittlerweile liegt sie nur noch im Bett. Und das habe ich mit ihr im Zimmer gemacht, ne, so Blumen aus Zapfen. Und wird also auch noch weiter gestaltet mit ihr selber. Und dann haben wir da einen Katzenliebhaber. Da habe ich ein Bild gemacht bei uns im Dorf von einem Apfelbaum, der letztes Jahr im Winter total viele rote Äpfel hatte. Und dann haben wir da ein Bild gemalt in der Beschäftigung. Und das Bild wollte er unbedingt an seinem Platz haben. Und das war letztes Jahr einen ganzen Winter bei ihm gehängt. Deswegen dieses Bild. Der hat selber sehr viele Katzen gehabt und den Delfin, den hat er mal auf dem Tischschild vor ihm gehabt. Da haben wir Ostereier bestückt mit Perlen und Spitze. So. Dieser Herr liebt Südafrika über alles. Das wird noch gestaltet. Das ist ein Ehepaar. Dann haben wir einen Pilzeliebhaber. Da habe ich letztes Jahr Radiesler in Pilze verwandelt. Seht ihr das? Dann habe ich ihm da einen Pilzkalender rein, dass er auch weiß, wann die Pilze wachsen. Und da ist so eine Klappe noch dran. Da habe ich das Bild auf den Kopf eingeklebt. Das ist ja auch ganz toll. Da haben wir die Fußballweltmeisterschaft angeschaut, da war er auch dabei. Und dieser Herr strickt gerne. Also der hat früher Socken gestrickt mit der Maschine. Deswegen dieses Bild. Dann mal euch nochmal kurz auf. Dann haben wir da Weihnachtsdeko, den wir letztes Jahr gemacht haben, das war das Teelicht zu dem Apfelbaum dazu. Dann haben wir aus Klopapierrollen einen Stern gemacht, den haben wir beleuchtet. Dann haben wir natürlich Wichtel gemacht aus Tannengrün. Und nochmal einen Stern. Und ich wollte da das schöne Bild nicht zukleben. Ja, da haben wir auch wieder eine Bewohnerin. Da fand ich das Bild ganz passend. Seht ihr das Gesicht da in dem Baum drin? Ja, das ist eine ganz liebe, nette Frau mit zwei Gesichtern. Die kann also auch mal böse werden. Aber das sind alles Nebenwirkungen von Medikamenten, nehme ich an. Das muss auch noch gestaltet werden. Ist auch ein Ehepaar, deswegen die zwei Schwäne. So, und dann ja, ich habe auf meiner Station ziemlich viele Leute, deswegen haben das ziemlich viele Seiten waren. Und ich bringe sehr oft Blumen mit in die Arbeit. Entweder wir machen Blumensträuße, da habe ich Akelei gepflückt. Also mein Auto schaut immer aus wie Schweinestall, weil ich immer so viele Sachen transportiere. Da haben wir einen Kräuterkranz gemacht, Sonnenblumen, Wiesenblumen. Mittlerweile ist das Buch ganz schön dick geworden. Da haben wir Rotöl angesetzt aus Johanniskraut. Da haben wir einen Herbstkranz gestaltet.
Ich finde das so klasse, weil ich das immer herrichte und dann schaut sie mal aus wie Sau. Das war dann das fertige Produkt. Das war schon vor 2 Jahren und der hängt immer noch bei mir draußen, weil wenn die dann meinen, das ist nicht mehr schön genug, wenn das abgehängt wird, dann schmeiße ich es entweder weg oder ich nehme die Sachen mit heim. Da haben wir Perlen Libellen gebastelt. Auch eine leichte Beschäftigung, die fast jeder kann. Sie werden aus Pfeifenputzer, Ahornsamen und Perlen gemacht. Fand ich ja klasse, die Idee. Ja, und ich komme da echt nicht hinterher mit dem Seiten zusammenkleben und Bilder einkleben, dass ich einen schönen Hintergrund habe. Und also der Einband ist aus Tapete. Man kann in fast jedem Tapetengeschäft schmeißen da die Musterbücher weg. Kann man sich also super Bastelmaterial holen. Und ja, dann ist mir das Buch wirklich schon aus dem Leim gegangen. Ist da hinten weggebrochen. Aber Gott sei Dank gleich so aufgebrochen, dass ich mit der Leimflasche rein konnte und habe das wieder kleben können. Und ja, liebe Fussel, ich danke dir für diese klasse Idee, dass du mich immer wieder so inspirierst. Und auch die anderen von euch, die ich mittlerweile regelmäßig besuche. Ja. Danke für eure Inspiration und eure Mühe, die ihr euch immer gebt. Und ich finde die Idee einfach klasse. Das Buch wird jetzt dann in der Arbeit verbleiben, deswegen wollte ich es euch nochmal zeigen. Ja. Ich hoffe, dass meine Bewohner noch lange gesund bleiben, die im Moment da sind und der Wechsel halt nicht allzu schnell und groß ist. Wir haben Gott sei Dank vor Corona verschont geblieben bis jetzt. Also unser Ausbruch war nicht so heftig. Also war von den Krankheitsverläufen her Gott sei Dank mild. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und ja, jetzt mal noch ein paar Weihnachtsgeschenke basteln. Ich habe eigentlich fürs Wochenende ganz was anderes geplant gehabt, aber ich bin, ja, bei mir läuft es immer anders, weil ich plane, ich kann nicht planen. Aber ja, ich wollte euch, das liegt mir schon lange am Herzen, ich wollte euch das schon lange mal zeigen und ich finde die Idee einfach klasse. Bei mir am Esszimmertisch schaut es aus wie Bolle. Die ganze Eckbank ist voll mit Bastelsachen. Ich brauche einen Schrank, habe ich festgestellt. Und das werde ich aber erst nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Keinen Vorweihnachtsstress. Lasst es langsam angehen. Stress ist ungesund. Gerade in dieser Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Mal ganz was anderes. Ich wollte also kein Bastelvideo in dem Sinn machen, sondern ich wollte euch einfach mal meine Idee vorstellen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!